Vorhang auf und Licht an für die plastischen Projektionen von Heinrich Wendel. Herzlich willkommen im Theatermuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Hofgärtnerhaus. Wir sammeln, erschließen, präsentieren und vermitteln deutsche Theatergeschichte am Beispiel der Stadt und der Region Nordrhein-Westfalen. Zu unseren Kooperationspartnern gehört die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, deren Aktivitäten wir in der Sammlung ausführlich dokumentieren. Ihren Standort in Düsseldorf hat sie an der Heinrich-Heine-Allee in einem Gebäude, das bereits 1875 als Stadttheater eröffnet wurde. Der künstlerische Nachlass von Heinrich Wendel gelangte 1983 in die Obhut des Theatermuseums. Sein System der plastischen Projektion entwickelte er Mitte der 1960er Jahre. Die plastische Projektion erlaubt es, den Bühnenraum mit nur wenigen Bauten zu versehen und dennoch den Eindruck der Dreidimensionalität zu vermitteln. Auch ein fließender Übergang zwischen verschiedenen Szenen wird so möglich. Die Szenenfotos zeigen, wie die plastische Projektion auf der Bühne umgesetzt wurde. Unterschiedliche Farben stehen für unterschiedliche Stimmungen, wie sie in der Handlung gefordert wurden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserem Datenset.